Liebe Mitfeiernde über Livestream mit uns Schwestern verbunden, wir heißen Sie auf das Herzlichste zur Eucharistiefeier willkommen. Wir gehen weiter in der Novene um die Bitte um des Heiligen Geistes hin auf Pfingsten zu. Und wir dürfen heute hören, wie die Jünger zu Jesus sagten: Jetzt redest du offen. Jetzt redest du nicht mehr in Bildreden, und wir wissen nun, dass du von niemandem gefragt zu werden brauchst, denn du bist von Gott ausgegangen. Es scheint für sie einmal mehr oder einmal weniger alles klar zu sein. Und Jesus sagt doch in diese Zeugnis hinein: Siehe, die Stunde kommt. Und sie ist schon da, in der ihr versprengt sein werdet, jeder in sein Haus und mich allein lassen werdet. Aber zugleich sagt er ihnen: Aber ich werde nicht allein sein, denn der Vater ist immer bei mir. Ja, der Vater ist auch immer bei uns. Jesus ist immer gegenwärtig. Auch wenn wir es einmal mehr oder einmal weniger verstehen, einmal mehr, einmal weniger wahrnehmen. Und so erleben auch in den Tagen nach Pfingsten die Jünger die Fülle des Geistes, und sie werden mitgenommen und sie spüren, wie ihr Glaube wächst, indem sie immer mehr von Jesus erzählen. Und Paulus erlebt das auch, als er sagt: Sie ließen sich alle auf den Namen Jesu des Herrn taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weissagten. Ja, mögen wir doch auch unsere Herzen so weit öffnen, dass der Heilige Geist in uns wirken kann, dass die Menschen spüren, von wem wir Zeugnis geben wollen, durch unser Leben, unser Sein. Stärken wir uns am Tisch des Herrn und lassen wir uns von ihm mit seiner Liebe füllen und nähren. Einen segensvollen Tag und eine gute Andacht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, von den Toten erstanden und heimgekehrt zum Vater, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Am heutigen Kalendertag, 22. Mai, feiern wir in der Liturgie der Weltkirche den Gedenktag der heiligen Rita von Cascia. Liebe Schwester Rita, wir wünschen Ihnen allen heute einen glücklichen, segensreichen Namenstag. Bevor wir das Wort Gottes hören und das Opfer Christi feiern, wollen wir uns besinnen. Das Erbarmen des Herrn auf uns, auf die Kirche, auf die Welt herabrufen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die Seligkeit Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten. Der ewige, der treue Gott, habe Mitleid mit uns. Er nehme von uns Sünde und Schuld, lass uns nun mit einem dankbaren und frohen Herzen diese heilige Feier begehen. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Schenke uns, so bitten wir, Herr, die Weisheit des Kreuzes und die Kraft, mit denen du die heilige Rita ausgezeichnet hast, damit wir, wenn wir mit Christus in Bedrängnis leiden, umso tiefer an seinem österlichen Geheimnis teilhaben, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, durchwanderte Paulus das Hochland und kam nach Ephesus hinab. Er stieß dort auf einige Jünger und fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm: Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da fragte er: Auf welche Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte: Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesu des Herrn taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren im Ganzen ungefähr 12 Männer. Er ging in die Synagoge und lehrte 3 Monate lang freimütig und suchte sie vom Reich Gottes zu überzeugen. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sagten die Jünger zu Jesus: Siehe, jetzt redest du offen und sprichst nicht mehr in Bildreden. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und von niemand gefragt zu werden brauchst. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus erwiderte ihnen: Glaubt ihr jetzt? Siehe, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der ihr versprengt sein werdet, jeder in sein Haus, und mich allein lassen werdet. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Bete miteinander die Pfingstnovene. König der Herrlichkeit, Herr der Heerscharen, als Sieger bist du über alle Himmel emporgestiegen. Lass uns nicht als Weisen zurück, sondern sende auf uns herab den Geist der Wahrheit, den der Vater verheißen hat. Sende uns. Sende uns den Geist der Wahrheit, damit wir dich, unseren Herrn, mehr und mehr erkennen und auch den Vater, der dich gesandt hat. Sende uns den Geist der Frömmigkeit, damit wir den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Sende uns den Geist der Stärke, dass wir das Böse durch das Gute besiegen. Sende Sende uns den Geist der Geduld, auf dass wir uns in allen Prüfungen als deine getreuen Diener und Dienerinnen bewähren. Sende uns den Geist deiner Liebe, damit wir das neue Gebot der Mutter Liebe erfüllen. Sende uns den Geist der Freude, damit wir uns glücklich preisen, Kinder unseres Vaters im Himmel zu sein. Sende uns den Heiligen Geist, den Tröster, damit wir in der Bosheit und Gottlosigkeit der Welt nicht verzagen, sondern uns seine göttliche Nähe erfreuen. Herr, durchglühe unser Inneres mit dem Feuer des Heiligen Geistes, auf dass wir keuschen Leibes dir dienen und mit reinem Herzen dir gefallen, durch Christus unseren Herrn. Amen.
Herr, auf die Fürbitte der heiligen Rita durchdringe unsere Herzen mit dem Dorn eines heilsamen Reueschmerzes, dass wir durch deine Gnade befreit von allen Sünden mit reinem Herzen dir das Opfer des Lebens darzubringen vermögen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und das Werk deiner Gnade zu preisen. In den Heiligen schenkst du der Kirche, der Welt, der Nachwelt, leuchtende Zeichen deiner Liebe. Durch das Zeugnis ihres Glaubens verleihst du uns immer neu die Kraft, nach der Fülle des Heiles zu streben. Durch ihre Fürsprache und ihr heiliges Leben gibst du uns Hoffnung und Zuversicht. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen. Auch wir vereinen uns mit ihnen und mit den Heiligen und singen zum Lobpreis deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit der heiligen Rita von Gascha, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Markus und alle Bischöfe, die Priester und Diakone, die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Eheleute, Eltern und Familien, die Witwen, die Ordensleute und alle Menschen des gottgeweihten Lebens, alle, die zu einem Dienst in der Kirche berufen und bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier Versammelten und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass einmal auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Worten Jesu, verbunden mit allen Menschen, wollen wir beten. Vater unser. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen, gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn da Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger
und sprach den Friedensgruß, ihn bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Sünde gesund. Thank you.
Lasset uns beten. Durch das himmlische Brot gestärkt, die heilige Eucharistie, bitten wir dich, o Herr, geleitet durch das hohe Beispiel der heiligen Rita, geleitet durch das hohe Beispiel der heiligen Rita, lass uns die Zeichen deiner Liebe und deines heiligen Leidens in unser Leben tragen, dass wir uns der Frucht eines dauerhaften Friedens erfreuen dürfen, in Jesus Christus, unserem Herrn und Gott. Amen. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Er segne die Felder, die Gärten, die Rebberge, die Alpen und den Wald. Schenke euch die Früchte der Erde. Er selber begleite eure Arbeit und die Arbeit der Menschen, damit sie in Dankbarkeit und Freude gebrauchen, was durch die göttliche Schöpfermacht, die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und unser Land, für die Arbeit der Menschen und die Früchte der Erde, und bleibe bei uns alle Zeit. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja.